Gut, gibt es von eurer Seite noch Fragen? Rafim, Jalan? Okay. Habt alles gefragt, was wir wissen müssen. Ich denke auch, wir wissen alles, was uns hier weiterhelfen kann. Ich werde die Tore der Stadt nicht für euch öffnen, nur dass ihr dies schon einmal begriffen habt. Dies erwarten wir Nein. selbstverständlich auch nicht von euch. Nein, das wäre töricht. Wenn ihr wollt, könnt ihr allerdings eine Zarflagge für Verhandlungen von uns ausgehändigt bekommen, solltet ihr keine mitgebracht haben. Auch das wäre sehr töricht. Ich weiß nicht. Vielleicht für den Fall der Fälle. Es ist zu befürchten, dass wenn der Fall der Fälle eintritt, wir vermutlich nicht menschlichen Gegnern gegenüberstehen werden, sondern Dämonen. Und diese werden diese sagefällige Flagge vermutlich ignorieren. So ist zu befürchten. Richtig, aber sie werden nicht mein Guardianum ignorieren. Die Wachsamkeit, die Pflicht der Götter gefälligen ist, ist Vorbereitung es auch. Sie mitzuführen wird uns nichts kosten, kann uns aber unter Umständen helfen. Das ist ausgesprochen vernünftig. Da muss ich euch recht geben. Also, wenn ihr eine dieser Flaggen entbehren könnt, wären wir euch dankbar. Ja, selbstverständlich, ich kann euch eins mitgeben, wenn ihr auf dem Weg nach draußen seid. Wenn es noch irgendwelche anderen Dinge gibt, bei denen wir euch helfen können, so sehr ihr kein Material von uns requiriert oder Soldaten. Die Belagerung ist unter den gegebenen Stunden und auch Umständen noch angenehm. So sehr würde ich sagen können. Auch wenn wir viel Reiterei verloren haben, aber es hätte schlimmer laufen können. Was uns viel mehr bedrückt, ist der Verlust der schweren Reiterei vor Barbrück. Wir haben nicht vor, eure Kräfte mehr zu belasten, als wir sie bis hierhin schon getan haben. Und dann Rondra mit euch. Und mit euch. Ihr könnt es wohl gebrauchen. Ja, ich würde ihm nochmal zunicken und mich dann zum Gehen wenden. Geh dann auch unter dieser Runde her. Ja, ich folge auch Frau Spogelsen. Und was haben Sie gesagt? Ja. Unser Plan dürfte perfekt funktionieren, vorausgesetzt, aber mir kann etwas besorgen, um die Getongis loszuwerden. Das ist Ansonsten alles gut. sehr schön. Magister Iolaus konnte doch mal einen Zauber, der einem vor solcherlei Augen verbergen konnte. Ich frage mich immer, wenn man den wohl gelernt hat. Ich frage mich, ob wir uns auf solche Maßnahmen verlassen sollten, aber wir scheinen nicht mehr viel Wahl zu haben. Ich weiß nicht, ob Abel mir ihn gelernt hat, aber ich habe mich ein wenig darin geübt. Umso besser. Haltet ihr euch denn für so befähig in dieser Zauberkunst, dass ihr uns zuverlässig schützen könnt? Zuverlässig? Nein, aber ich werde mein Bestes geben, natürlich. Niolaus pflegt immer zu sagen, dass schon ein kleines Maß dieser Kunst ausreichen würde, um einen Gutongi zu täuschen. Das ist richtig. Nur sind wir halt mehr als nur eine Person, was die Sache etwas schwieriger macht. Naja, im besten Fall müsste auch diese besagte, sagen wir mal, unsere Kugel müsste ja auch verborgen sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Nur die Personen zu verbergen, hilft uns wenig. Könnt ihr das Richtig. auch? Oder ist Ja, Ich bin mir nicht sicher. sicher, ob der Blick der Dämonen überhaupt das reine Element durchdringen kann. Befürchte, dass der Boltax. Fluss nicht so rein ist, wie wir das vielleicht hoffen. Boltax, ihr kennt euch da doch eher aus. Nun, was hat er denn über den Fluss gesagt? Ich war ja nicht dabei. Der Fluss soll einigermaßen rein sein, wenn man vom Hafenbecken absieht. Das sagen zumindest die Boronis und die Eferdis. Das ist erfreulich zu hören. Genau, und dieser Belagerungsring soll wohl etwas mehr als eine Meile breit sein. Also müsstet ihr uns etwas mehr als eine Meile über diesen Boden schicken Eine können. Meile, lasst mich überlegen. Ja, das dürfte kein Problem darstellen. Wird mich einige Kraft kosten, aber ja, das kriege ich hin. Nur um nochmal sicher zu gehen, diese Blase wäre nicht groß genug, um Pferde mitzuführen, ja? Ich dachte, das wäre der Plan. Der Plan, über den wir nicht sprechen sollten. Richtig. Gehen wir doch
irgendwo hin, wo Wasser ist, und testen es einfach einmal. So ungern ich auch den zwanglosen Einsatz von Magie gutheißen möchte, ist es wohl das Beste. Ist es denn im Bereich eurer Möglichkeiten, Boltags, dieses mehrmals zu wirken, oder ist das so ein kraftzehrendes Ding, dass das nur einmal heute noch klappen kann? Das ist sehr kraftzehrend. Zumal ich noch nicht wieder vollkommen fit bin von dem Bann, den ich auf dem Schiff aufgezogen habe. Also, wenn wir es jetzt heute einmal testen für ganz kurz und dann morgen nochmal benutzen, dann bin ich relativ fertig. Haltet ihr den Test denn für notwendig oder haltet ihr euch für so geschult, dass ihr dies auch ohne Test durchführen könnt? Das schaffe ich auch ohne Test, also ich bitte euch, also... Ich wollte gerade sagen, ja, so ein ehrwürdiger Geode. Richtig, richtig. Dann würde ich doch glatt vorschlagen, dass wir vielleicht sogar auf den Test verzichten, da ich nicht genau weiß, was ein Geode so kann, aber da ist bestimmt irgendwas Nützliches dabei. Da ist ganz viel Nützliches dabei, ganz viel. Bestimmt. Zwischenfrage, wer weiß was über diese Ferkiner? Ich weiß, dass das irgendwelche Barbaren aus den Bergen sind. Ich dachte, das wären Trollzacker. Sind ziemliche Arschlöcher. Ich glaube aber, die einen sind aus den Bergen westlich und die anderen aus den Bergen östlich. Also von Aranien jetzt. Sie sind groß und aus den Bergen, das weiß ich. Und wenn sie irgendwie wie Trollzacker sind, sind das ziemlich üble Genossen. Oh wei. Ja, die sollen sich ja wohl mit Hafax verbündet haben, habe ich gehört. Die Ferkiner oder die Trollzacker? Die Ferkiner. Welche Verwendung hat Hafax für Wilde? Naja, vermutlich werden sie ganz gute Plünderer sein. Ja, muss seine eigenen Menschen nicht benutzen. Und bestimmt können sie draufhauen. Sterben die Ferkiner und er muss seine guten Maraskaner nicht benutzen. Naja, es sind Maraskaner, wie gut können die schon sein? Es sind keine Maraskaner, es sind Mittelreicher von Maraskan. War noch nie auf Maraskan. Es sind Mittelreicher. Ich was gehört. Wie gut können die schon sein? Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Ihr seid auch Mittelreicher. Nein. Das ist ein Adeliger, der Reicher ist. Bin kein Mittelreicher. Oh, jetzt schon. Ihr wohnt im Reich, ihr seid ein Adeliger des Reiches, ihr werdet von eben jenem bezahlt. Ich werde vom Reich bezahlt? Wirklich? Wann? Scheiße, das war Stachelbrand, Entschuldigung. Richtig. Solange da irgendwie noch kein Geld in meine Richtung wandert, bin ich ganz viel, aber kein Mittelreicher, meine Freunde. Ich schnipp's ihm einen Taler zu. Ja, dann, wenn ihr doch nur das Mittelreich wärt, dann hätten wir so viel weniger Probleme. Hört, hört. Euer Wort in Preyers Ohr. Was machen wir eigentlich mit der Arbeitsgewalt? Nehmen wir die wieder mit oder lassen wir die hier? Könntet ihr die nicht mitnehmen. Es wäre eine Reise, die ihr sicherlich gefallen würde. Aber wollen wir wirklich eine, ohne jetzt die Dame ihre Kampffähigkeiten abzusprechen, noch eine weitere Geweihte inmitten von Paktierern führen, ohne dass sie uns dramatisch weiterhelfen wird? Naja, wenn sich wer in schwierigem Gebiet auskennen wird, dann ja wohl sie. Ja, ich denke auch, dass sie uns nützlich werden könnte. Und ich meine, sie beherrscht auch so eine göttliche Verständigung. Und ich habe auf Maraskan zwar ein, zwei Takte gelernt, aber so ein guter Kundschafter bin ich jetzt nicht. Und ihr glaube ich auch nicht unbedingt. Also mittelmäßig. Ja, ich bin... Und mittelmäßig auf ihm ist gegen Emma Fax nicht ausreichend. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Dann lasst uns sie mitnehmen, wenn sie mitkommen möchte. Gut, wo sagt sie noch gleich, wäre sie im Tempel nicht, wa? Ich denke... Ja, das hat sie, glaube ich, gesagt. Testen wir erst einmal diese Blase. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? So nicht zugehört, er kann das und das kostet viel Kraft. Ich denke tatsächlich auch, es ist besser, die Blase nicht vorher zu testen. Aus ersichtlichen Gründen. Allerdings, was ich für eine gute Idee halten würde, ist vielleicht uns noch einmal mit Alchemika einzudecken, noch heute. Ja, ich wollte noch ein paar Stempel nach Empfehlungen einholen. Treffen wir uns erstmal wieder mit Abelmir, dann welche Zeit haben wir ja heute noch. Richtig, gesagt, außerdem. Morgen holen wir uns dann unsere Kleidung, den Turban und die Seide und dann brechen wir auf.
Und wenn das mit der Blase dann morgen nicht klappt, können wir uns immer was anderes überlegen. Aber wenn es klappt, dann steigen wir einfach unten am Hafen rein und laufen los. Mhm, ja. Euer Wort in Gottes Ohr. In wessen Gott? Chor natürlich. Angrosch. Chor natürlich. Sumu. Und das implizieren muss, also wirklich. Jedem, der hören will, offensichtlich. Also gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zum Kamel und treffen uns da mit Abelmeer und dann können wir einkaufen. Finde ich gut. Was, das Rote oder das Weiße? Das Rote. Nicht das Weiße. Der Enuch im weißen Kamel ist schon mal kein Enuch. Enuch. Tatsächlich? Das habe ich auch gehört. Enuch. Oh. Warum lässt man sich eigentlich sein Schniepi abschneiden? Ich habe das nicht verstanden. Ich denke nicht, dass er das freiwillig getan hat. Ich glaube, das ist so ein Sklavending. Ja, Sklaverei. Weiß der Geld, was das für eine seltsame Tradition das ist. Seht ihr, würde das jemand bei einem Leibeigenen versuchen, man würde ihn aufknüpfen. Sein Schniepi oder die beiden Eier auch? Oder nur die beiden? Fragt ihn doch! Mach ich. Die Sachen abzuschneiden, welcher Gott kann das schon gut heißen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ne? Also. Vielleicht ist er so ein Namenloser. Vielleicht sind das alle so Namenlose, da laufen so viele Eunuchen rum. Also, erstmal ist eure Vermutung vielleicht nicht ganz falsch, aber ihr solltet die vielleicht dann nicht so laut äußern. Ich frage ihn mal. Nein, bitte nicht. Wäre schön, wenn ihr unseren Gastgeber nicht aufs Tiefste beleidigt. Ja, ungefähr eine Stunde später sitzt ihr in den Sitzsäcken vor dem roten Kamel mit einem guten, gesüßten Tee. Der Regen hat sich mittlerweile auch wieder verzogen. Ihr könnt dann zwar noch den Schlachtenlärm ein bisschen hinter den Mauern hören, entfernt. Irgendwelcher dämonischer Singsang, der von darüber kommt. Und dann könnt ihr sehen, wie Abelmir mit vollen Taschen wieder zu euch kommt. Grinsen im Gesicht. Meine Freunde, da seid ihr. War die erfolgreich? So könnte man sagen, also diese Akademie hier, unmöglich. Aber sie sind auf einem gewisse innovativ, das kann man nicht absprechen. Ach, ich hätte es was sehen sollen. Diese Druckstücke, fantastisch. Hier, nehmt. Lasse so einen Sack auf den Tisch plumpsen. Ich denke, das müsste reichen. Etwas Alraune, ein Handspiegel für Isarun und natürlich auch für die Gotongis und vielleicht auch das andere nützliche Sache dabei noch. Schaut einmal durch. Aha. Was ist denn da drin? Noch so? Das nennt man Knoblauch. Ich weiß, was Knoblauch ist. Aber warum? Es schmeckt gut. Und es wird Vampir ab. Das ist natürlich hilfreich. Ich dachte, Vampire gibt's gar nicht, hat Isarun gesagt. Nun ja, besser haben als nicht haben. Also ich meine, Zwergenvampire gibt es. Ich kenne da diese eine Binge, aber die Geschichte wollte ich ja nicht hören. Dann hier etwas Wirselkraut. Und die eine oder andere Wundsalbe. Und naja, viel selbst, Alter. So was man so braucht. Wir sollten aber noch einmal uns um ein paar Tränke bemühen. Ich hab schon welche gekauft. Das hätte die vielleicht vorher sagen müssen. Jetzt muss ich den ganzen Weg noch einmal zurückgehen. Aber mir, es tut mir so schrecklich leid, dass ihr diesen Weg nochmal gehen müsst. Kein Sarkasmus, mein Freund. Kein Sarkasmus. Ich bin einfach nur so tief getroffen, dass ihr solche schweren Bürden für uns auf euch nehmen müsst. Nun ja. Was tut man nicht alles für Freunde? Richtig. Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Nun, was gab es Neues? Im Tempel, meine ich. Unser Plan scheint sehr gut zu funktionieren. Der Belagerungsring ist nur ungefähr 1 Kilometer breit. Und der Fluss ist nicht giftig. Also könnte laufen. Wunderbar. Also wir laufen. Ja, oder der Plan, wie auch immer. Und haben wir sonst noch irgendwas getan? Fräulein von Spogelsen? Glaube nicht. Nein. Informationen eben. Richtig. Ich denke, wir sollten uns noch einmal mit Alchemiker eindecken und dann morgen uns so früh wie möglich auf den Weg machen. Und vorher noch deinen komischen Turban abholen, Ignar, ich weiß. Und einen Hut, das ist sehr wichtig. Und eine Feder, so eine Faunfeder. Eine Straußenfeder. Ja, und eure Faunfedern, Entschuldigung. Strauß, nicht Faun. Aber mir ist das wirklich wichtig.
Das ist entscheidend. Das sind zwei verschiedene Vögel. Eine Faunfeder ist etwa ein Finger lang, eine Straußenfeder mehrere Finger lang. Tatsächlich, aber mir erzählt mir mehr. Gut, wie viel Zeit habt ihr? Viel Bedienung, einen Tee. Du kannst auch sehen, wie dann der Eunuch gerade wieder mit dem großen Tablett und einer silbernen Kanne dann wieder vor dich hintritt und die dann auch vor dir abstellt, ohne zu fragen, wenn man einen großen Bottich mit Zucker daneben stellt. Also, Rafim, eine Straußenfeder ist etwa so lang, ich zeige ihm so ein gewisses Maß. Tatsächlich! Und hervorragend geeignet zum Schreiben, aber auch als Zier für den Hut oder Helm, wie auch immer. Eine Faunfeder ist etwa nur ein bis zwei Finger lang. Und damit könnt ihr vielleicht, keine Ahnung, euren Finger schmücken, aber mir auch nicht. Also ihr seht schon den eminenten Vorteil einer Straußenfeder. Ist nicht zu bestreiten, aber mir ist nicht zu bestreiten. Und außerdem an einem Hut ist eine Straußenfeder ein weithin sichtbares Zeichen eurer Würde und eures Standes. Hier in Aranien. Tatsächlich. Ja, das ist hier, ja, seht in diesem Buch. Ich reich mal dieses Buch, was ich aus dem Hesinde-Tempel. Habe mir jetzt halt die Schnauze. Wieso das? Rafim fragte mich, er wollte gebildet werden. Aber mir, wisst ihr, manchmal wird mir doch klar, warum eure Fähigkeiten sich so von Isaruns unterscheiden. Das ist wieder einer dieser Momente. Müssen wir jetzt noch was machen? Irgendwie Alchemiker oder was wolltet ihr? Können wir dann zusehen, dass wir unsere Einkäufe über die Runden bringen? Wollte ich sagen. Ihr habt doch jetzt wieder Geld. Wenn ihr irgendwas braucht, hattet ihr nicht irgendwie noch Heiltrankschulden bei Isarun oder sowas? Und ganz generell Schulden bei mir. Ja, gewiss. Wenn ihr in die Akademie geht, fragt nach Corinna. Es ist die Vizespekulin, eine gute Freundin von mir inzwischen, hoffe ich. Ihr versteht, dass ich meine Einkäufe nicht in der Magierakademie tätigen werde, ja? Nun gut, ihr könnt natürlich auch die ganze Stadt absuchen. Es bleibt euch überlassen. Gehen wir doch einfach in diese komische Fexenshalle, in der wir schon mal waren. Die hieß ja nochmal Mond, Silber, Palast. Oh nein, da waren diese Gräume. Ja, von denen will ich auch noch jetzt kaufen. Die hantieren doch auch noch in Magie herum. Ja, dann geht doch welche ausgraben, das ist mir doch egal. Können wir jetzt einfach bitte irgendwo welche kaufen? Dann geht doch schon mal. Ich werde direkt hinter euch sein, sobald ich im Tempel nach Empfehlungen gefragt habe. Gut, auf dem Bazar werden sich ja wohl welche finden lassen. Abel, mir sagt einmal, warum habt ihr denn nur einen Handspiegel mitgebracht? Diese Dinger sind wahnsinnig teuer. Macht euch keine Sorgen, Karino hat noch einen. Na, das ist ja gut. Also ich meine, ich habe ja auch noch einen. Seht ihr? Ja, jetzt sehe ich. Wunderbar. Ihr kennt meine Weisheit. Ja, sie sprüht geradezu auf euch heraus. Es ist nicht zu übersehen, habe mir. Diese ganze Weisheit. Ach, ich lehne mich selbstzufrieden zurück. Mit einem strahlenden Grinsen. Okay, Fräulein von Spogelsen, ihr habt ja immer so schlaue Alchemiker-Sachen dabei, von denen mir immer später erst auffällt, dass ich die brauche. Was ist das und warum brauche ich das? Ihr braucht Pfeilblütentee. Pfeilblütentee ist das beste Getränk überhaupt von der Herrin Hesinde, persönlich an uns Menschen getragen. Es heilt euch. Finde ich gut. Aber ihr hattet doch auch mal noch so dicke Paste, die so komisch gestunken hat, aber irgendwie gut war. Wie hieß das? Ich hatte komische Paste? Immunitätsding? Oder? Ach so, das meint ihr. Das Unverwundbarkeitselixier natürlich. Ah, genau, das Ding da. Brauch richtig. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn es in die Schlacht geht, ja. Ist das sehr teuer? Es ist nicht günstig. Aber ich denke, ihr werdet es euch leisten können. Ja, ich muss auch noch einiges an Heiltränke kaufen, müsst ihr wissen. Einiges an Heiltränken. Ja, das stimmt wohl. Ja, davon kann man nie genügend haben. Das ist richtig. Also dann lasst uns aufbrechen. Wollen wir erst noch... Ja, dann wollen wir eben... Wir können euch von mir aus gerne alle mitkommen und euch eben eure Empfehlung abholen. Das dauert doch nur 2 Minuten. Kommen wir nicht ohnehin am Preios-Tempel so ungefähr vorbei? Ich weiß nicht, wo diese Akademie ist, deswegen kann ich das nicht sagen. Was wollen wir dann im Praios-Tempel? Ich werde die örtlichen Gewalten fragen, welche Alchemisten Dinge verkaufen, die garantiert ohne Magie hergestellt werden. Ihr wisst ja, Tolamiden, die bescheißen ganz gerne mal beim Handeln.
Das mag man ihnen unterstellen, das ist doch wohl keine Lüge. Gehen wir. Keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe nicht, was schlecht daran sein soll, wenn man was mit Magie herstellt. Wenn man etwas auch ohne Magie herstellen kann, sollte man sich nicht darauf verlassen. Denn irgendwann wird einem die Kontrolle über Malas Gabe entgleiten und dann geschehen schreckliche Dinge. Ich halte genugtuend mal mein Bernsteindolch hoch und stecke ihn wieder zurück. Ja, euer Dolch ist ganz hübsch, aber das ist jetzt ich kein Grund, damit anzugeben. Ich gehe dann, bevor ich hier noch eine Schlägerei provoziere. Gut, dann könnt ihr in den restlichen Stunden einkaufen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Auch beim Mondsilberpalast bzw. dem Madabasari gibt es die Möglichkeit, Tränke von alchemisch hoher Qualität zu erwerben. Das wäre ebenso möglich, denn es ist nicht nur eine Bank, sondern auch ein Handelskontor. Ihr könnt natürlich auch dann bei der Schule des Science and Shines kaufen. Die haben eine eigene alchemistische Abteilung. Ihr könnt auch, na gut, im Hesinde-Tempel, da hattet ihr ja schon mitbekommen, dass es da nur für den Eigenbedarf gibt. Ihr könntet da die Laboratorien benutzen, aber da für euch niemand die Alchemie kann oder ausreichen kann oder die Zeit hat, jetzt Tränke zu brauen, wird das ziemlich schwierig. Ihr könnt dann nach Standardlistenpreis mal, ja, also 130% könntet ihr dann die Tränke kaufen. Verfügbarkeiten sind quasi eigentlich alles ist irgendwie da, wenn ihr jetzt nichts wirklich Abgedrehtes haben wollt. Also so ein Unsichtbarkeitselixier Qualität F wäre dann halt nochmal eine Überlegung wert, aber wenn da jetzt nichts bei ist. An ausgefallenen Dingen hätte ich ein Antidot Quali F anzutragen. Warum Qualität F? Weil Qualität F garantiert gegen alle Gifte wirkt und mein Heilkunde Giftwert ist nicht hoch genug, um spontan zu bestimmen, ob das jetzt wirken würde oder nicht. Bist du dann 2 Wochen immun oder war das beim Heiltrank? Nee, Antidot macht keine Immunität, macht einfach nur Gift aus. Aber ein F-Trank hat doch immer noch irgendeinen Nachteil, oder nicht? Antidot nicht. Na gut. Ja, also wird es sicherlich geben, gerade Antidote. Aber warte doch, die Nebenwirkung ist, er braucht 1W6 Kampfrunden, bis er wirkt. Also, guck, Chris. Interessant. Gut. Oder Popoblitz. Nee, aber jetzt gerade, wenn es Skorpione und Schlangen in der Wüste gibt, dann wird das auf alle Fälle da sein. Ja, Qualität F wird dann einfach nicht runtergedünnt sein. Also du brauchst dann Quali F und verdünnst dann auf E oder auf D runter. Und wenn du nachfragst, dann werden sie halt nochmal 30 Minuten im Lager suchen, aber es wird auf alle Fälle irgendwann da sein. Das ist das Mondsilberkontor, die Madabasari hat alles. Na gut, 2 Fragen habe ich noch. Zahle ich einen Aufpreis, wenn ich die Dinger ohne Magie haben will? Das ist bei der Madabasari egal. Okay, und ich nehme an, ich bekomme ohne heftigen Aufpreis keine, in denen irgendwelche wirkende Zauber nötig sind. Weil die zu substituieren wäre halt... schwierig. Also, Madabasari beschäftigt eben auch Alchemisten vom Roten Salamander. Die haben, wie gesagt, alles. Die haben Tränke mit Magie, die haben Tränke ohne Magie. Und also es gibt auch Gerüchte. Du kannst mir mal eine Gassenwissenprobe machen, dann handeln wir heute mal die erste Talentprobe mal ab. Erste Probe des Tages. Gib mir. Lohnt sich das zu shippen? Nein, tut es. Doch. Wenn ich unter 11 Flugkarten würfel, ich möchte die Flugkarten shippen. Willst du die 18? Ja. Bald kommt wieder. Wollen die anderen eine Gassenwissenprobe machen? Natürlich. Ja, warum nicht? Wenn ihr mir sagt, was er da womit er hin möchte, ja klar. Generell das Einkaufen jetzt von den Alchemiker, also. Ach so, okay. Ich dachte, er sucht irgendwas Bestimmtes oder so. Nee, es geht jetzt nur darum, wenn ihr euch in der Stadt ein bisschen rumfragt und gerade dann auch einkauft oder mit dem Einkaufen fertig seid. Die Madabasari ist nicht nur, anders als die Störrebrands, ein Handelskontor, sondern die beschäftigen auch Geheimagenten und Spione und die haben auch ihre Finger in der Politik drin. Also das sind, die machen mit Geld alles. Es gibt auch Gerüchte, dass sie daran beteiligt sind, als die Aranier sich vom Fürstentum losgesagt haben und zu einem Königreich wurden. Es gibt Verquickungen in verschiedenste Berichte zu Kuntium, zu Antiopa, zu Fasar. Also die Madabasari hat überall ihre Finger mit im Spiel und wie gesagt auch Spione. Vielleicht haben sie sogar einige Illaristen bei sich, vielleicht einige auf Maraskan, die da rumsitzen. Und das ist eine unglaublich mächtige Organisation, die niemand als Feind haben möchte. Aber ja, du bekommst da auch da deine Tränke, haben willst.
Nehmen wir an, wir schreiben das alles mit preislich ins Forum. Genau, einfach ins Forum schreiben. Wie gesagt, wir müssen jetzt so einen Einkauf nicht ausspielen. 130% von dem Listenpreis, das steht alles in der WDA drin. Einfach mal spaßeshalber gerechnet, was kostet ein normaler Heiltrank Qualität D? Aber Heiltränke werdet ihr auch kaufen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Also, Isarun schuldet ihr sowieso noch ein paar. Ihr habt euch ja mal bei ihren Vorräten bedient. Ich hab bei Ömer geliehen. Hab ich bei Ömer, ja, das ist ja clever. Nö, und Verwundbarkeitselixier hast du auch von mir. Ja, Mama Isarun, das passiert schon mal. Die Sugar Mama. Ich lass mich haushalten. Ach, da ist die Liste Elixier. Heilsalbe gibt es. Ist kein Preisschieber für so, Dukaten. Heiltrank, Spagyrik, Beschaffung für das Rezept sind 5 Dukaten. Ansonsten musst du bezahlen pro Lebenspunkt, der geheilt wird. Bestätigte Qualitäten erzielen Preise von bis zu 2 Dukaten pro Lebenspunkt. Und ein D-Trank macht 3W6 plus 6. Für einen W6 werden 3,5 angenommen. Und dann bist du, ja, kannst du dir selber ausrechnen, 3,5. Warte mal, D-Tränke machen 3W6 plus 6, ist das korrekt? D-Tränke machen 3W6 plus 6, das sind 16,5 Dukaten mal 2. Dann bist du bei 33 Dukaten für einen D-Trank. Nur als Beispiel, dass das mal gerechnet wurde. Und dann mal 1,3 für die 130 sind 43 Dukaten. 43 Dukaten für einen D-Heiltrank. Aktuell hattet ihr ja ganz grob 600 Dukaten jeder, beziehungsweise unser Zwerg ist irgendwo noch bei 900 oder so. Ja, ungefähr. Ungefähr, also. Gut. Wie gesagt, wenn irgendwas dabei ist, schreibt das ins Forum, da gehört das rein. Ja. Und dann, ja, kann Isarun eigentlich in Richtung des Travia-Tempels gehen, wenn sie mag. Ja, möchte denn sonst noch irgendwer was hier auf dem Bazar machen, bevor wir jetzt hier irgendwie dumm durch die Gegend springen? Ja, ich kaufe eine Alchemiker.